Leute, jetzt sieht es gar nicht schlimm aus, aber ich kann euch sagen, ich hätte fast meine Hand verloren. Und vielleicht sogar noch mehr, weil die Reffleine der Genua hatte sich verklemmt. Und ich wollte die rausmachen, habe ein bisschen gelöst das. Und dann kam natürlich Druck drauf in meiner Hand zwischen die Genua-Schot, die dann die Genua-Reffleine. Und dann die Rolle gekommen. Diese Leine, die war nicht hier drin, sondern die war hier rausgesprungen. Die war hier drin. Ich musste also sozusagen die Leine vorne lösen, damit ich die hier hochnehmen konnte und dann wieder in diese Rinne reinkommen konnte. Und was dann passiert ist, ist, dass meine Hand, ich kann es fast nicht machen, aber unter diese Leine gekommen war und hier so war und fest war. Ne? Und jetzt seht ihr meinen Hand. Also und das, da sind, ist eine Tonne drauf oder sowas. Und da könnt ihr euch vorstellen, weil das Segel ja Druck hatte. Und der Autopilot steuerte den Kurs. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, hier meinen Radius, den ich hier habe. Ich kann also hier, da ist gar nichts, ne? Und da. Und genau so war die Konfiguration. So, meine Hand war also hier drunter. Und das Problem ist das folgende, wenn ich jetzt die Reffleine von der Winch nehme, dann ist sie da frei. Und diese Klemme hier löse, indem man dann hier den Haken hochmacht. Und ich hatte bloß solche Angst, dass mir alles abreißt, wenn ich die aufmache, weil dann kommt sofort der Druck. Und, aber dann wurde ich schon fast schwindelig. Und dann habe ich gesagt, ehe ich jetzt hier verrecke, muss ich es versuchen. Und dann habe ich die Klemme aufgemacht. Und habe versucht, mit der anderen Hand ganz, ganz schnell die Schot zu nehmen, irgendwie zu ziehen und dann die rauszuziehen. Dass ich dachte, das gibt's ja nicht, ich kann ja nicht, wenn ich jetzt ohnmächtig werde, ich komme nicht an die, komme nirgendwo dran. Und die einzige Möglichkeit ist versuchen, das zu tun. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann hier diesen Block hier aufgemacht, mit der einen Hand ganz schnell hier zur Leine gegangen, versucht, die hochzuheben und damit das ein bisschen entlastet. Und dann habe ich die Rheinland rausgezogen. Und dann habe ich erstmal dreimal Großer Gott, wir loben dich gesungen. Und es ging dann. Und das tat so weh. Es war so angeschwollen. Und ihr seht noch immer noch, es ist ziemlich heftig. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe es jetzt gekühlt die ganze Zeit. Das mache ich jetzt nochmal weiter.